Herzlich willkommen zum THC Talk. Heute mit Ina Grossmann. Wir hatten heute das Bundesligaspiel FSV Mainz gegen Thüringer HC. Thüringer HC hat mit 36-19 gewonnen. Im Vorfeld waren eigentlich da die Fronten schon geklärt oder wie hat euch Herbert eingestellt für das Spiel heute? Ich glaube, momentan sind bei uns in der Bundesliga die Fronten nie geklärt, weil wir wissen selber nicht so genau, wie wir spielen. Deswegen werden wir immer gleich eingestellt und immer, dass man überall Punkte liegen lassen kann. Aber ich glaube, wir haben das heute ganz gut hinbekommen, von Anfang an hier frei wegzuspielen, eine gute Abwehr zu spielen, ins Tempospiel zu kommen und dann das Spiel doch sehr deutlich und sehr souverän runtergespielt am Ende. Ina, du hast heute einen guten Tag erwischt, man könnte sagen, ja, Woman of the Match, gell? 8 Tore, letzte noch ein schöner Kemper-Trick. Läuft's jetzt wieder? Schauen wir mal, ich hoffe, es geht so weiter. Ja, es war jetzt nicht mein schlechtestes Spiel, glaube ich. Und von dem her hoffe ich natürlich, da weiterhin anknüpfen zu können. Ja, jetzt steht ja noch der Europacup an mit dem Spiel nach Podravka wieder. Das ist ja ein alter Bekannter. Habt ihr euch den eigentlich gewünscht? Oder gab es einen Wunschgegner jetzt im Viertelfinale für die Mannschaft? Was habt ihr so gewettet? Ich glaube, es wollte keiner nach Russland. Von dem her, das haben wir gewonnen. Das ist schön. Ich glaube, im Viertelfinale im ERF gibt es wenig schlechte Gegner. Von dem her ist es, glaube ich, egal. Entweder du ziehst Lada, hast eine dementsprechende Reise, oder du gehst nach Podravka, wo jetzt trotzdem eine sehr starke Gruppenphase auch gespielt hat, mit Schiofor gleich auf. Also ich glaube, richtig einfach wird es eh nicht. Und von dem her nehmen wir das jetzt so, wie es kommt, nehmen das an und wir wollen weiterkommen. Liegt jetzt der Hauptaugenmerk jetzt auf dem Pokal und auf dem ERF Cup und die Meisterschaft ist, sagen wir mal, abgehakt? Wer Herbert Müller kennt, weiß, dass das nicht so ist. Okay. Und ich glaube auch, es wäre ein Fehler. Es wird nicht einfach, das wissen wir auch. Und 6 Punkte sind viel. Und wenn alles normal verläuft, dann werden die das da oben schon machen. Aber was ist im Sport schon normal? Und falls es da oben nicht normal laufen sollte, wollen wir da sein. Von dem her. Also das Entscheidungsspiel wird jetzt sein, wahrscheinlich in Dortmund. In Dortmund. Wir spielen jetzt erstmal in Oldenburg, dann haben wir in Metzingen, was auch erstmal gewonnen werden muss. Ja, das stimmt. Und dann reden wir von Dortmund und das müssen wir unbedingt auch gewinnen, um dann noch dranbleiben. Eigentlich müssen wir jetzt jedes Spiel gewinnen, wir haben nur Endspiele in der Liga. Ja, also eigentlich nur noch Gewinnerspiele. Ja. Okay, Ina, wir bedanken uns recht herzlich für das Gespräch. Es war sehr lustig mit dir heute und weiterhin viel Erfolg. Danke.